Torlinientechnik, ja oder nein? Bei der WM wurde sie international erfolgreich eingeführt, ebenso in der englischen Premier League. Die Bundesliga war bisher klar dagegen. Auf Initiative von Bayern München entscheiden die 18 Erstligavereine nun erneut. Notwendig ist eine Zweidrittelmehrheit. Umfragen zufolge wird die Abstimmung knapp, denn bei einigen wenigen Vereinen gibt es immer noch Vorbehalte gegen die technische Unterstützung. Argumentiert wird da gerne mit der Tradition. Andere geht die Torlinientechnik innovativ noch nicht weit genug. Über die genaue Technik wird gegebenenfalls im Anschluss debattiert. Die DFL favorisiert ein System mit 7 Kameras, die die genaue Position des Balles vor dem Tor aufnehmen.